Moin meine geilen Städtchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rekt im Bundestag. Rektfest. Ich bin mal so unendlich verwirrt bei diesen fucking Beats wie TV Anmods. Ja, dabei sind Christian und Bram, wir gönnen uns heute ein bisschen wieder Bundestag-Action. Finde die Pose von dem Herrn Lambsdorff schon sehr lustig. Es ist relativ fresh. Noch. Das ist noch von diesem Jahr, das Video. Naja, wir haben in 2 Wochen nicht mehr dieses Jahr. Okay, aber es ist noch von diesem Jahr. Deswegen gucken wir mal, was die sagen. Wenn ich hier höre aus der AfD, Herr Lukassen, ich höre Ihnen immer aufmerksam zu. Gerne zu. Das kam mir doch aus. Herr Dehm, was haben Sie denn wieder geraucht? Also, aber ich höre Herrn Lukassen. Also scheiße, Leute, ich dachte, einer von euch redet, sorry. Nee. Aber ich höre Herrn Lukassen. Ich höre Herrn Lukassen. Nee, ist wahr. Ich würde das schon gerne wissen wollen. Ja. Oh, das war richtig voll jetzt. Das ist wichtig. Muss ich selber drücken. Haben alle gute Laune. Aller Anfang ist schwer. Ich den Kollegen Dr. Fechner aufrufe, möchte ich eine Unzulänglichkeit gestehen. Die überaus effiziente Bundestagsverwaltung hat mich darauf hingewiesen, dass aufgrund eines Präsidiumsbeschlusses aus dem Jahr 1967 nur runde Geburtstage aufgerufen werden und Geburtstage über 60. Da wir im Hohen Hause noch 5 weitere Personen haben, die Geburtstag haben, 3 von der AfD, einer von der FDP und noch jemand von der CDU, gratuliere ich den Personen von hier aus recht herzlich persönlich. Und ansonsten wird künftig so verfahren wie 1967 beschlossen. Also, okay, es gibt echt Beschlüsse dazu, wem zum Geburtstag gratuliert werden darf. Nice. Alter. Das ist ja schlimmer als bei uns. Du darfst nicht einen zum 59. gratulieren. Das ist, darfst du nicht. Ja, wobei sonst, wenn du Pech hast, hast du wirklich sonst wahrscheinlich eine ganze Sitzung, die nur aus Geburtstagswünschen besteht, oder so. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn gerade? 55? Ist das gerade? Oder sind Runde, 30er? Hat er doch gesagt. Runde Geburtstag. Also 60. Ach so, 52, 54, 56. Das ist nicht rund, das ist gerade. Ach so. Gott. Okay. Ich glaube, Rund da lacht auch der Schäuble schon. Das ist aber eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich würde mal tippen, Rund bezieht sich in dem Fall vielleicht sogar auf die 0, die vorne steht, weil die rund ist. Das heißt, vorne erste steht. Geburtstag, zweite Geburtstag, dritte Geburtstag, weil 01 oder was? Ja. Wie ist das denn bei 40? Die 4 ist ja nicht rund. Ja, aber die ist gerade. Ja, die ist gerade. Ja, aber gerade wann zählt nicht. Wie war das mit dem Taser? 50 ist auch schwierig, weil die ist ungerade, aber rund. Keine Ahnung, du hast rund und gerade und ach. Guten Morgen. Ja, moin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden. Den gleichen Witz nochmal. Die Bundespartei wollen offenbar auch die Grünen. Sagen Sie mal, wollen Sie da nicht eingreifen? Warte mal, warum haben wir hier keine Zwischenrufe? Ja, weil die, glaube ich, einfach labern. Die Partei wollen offenbar auch die Grünen. Sagen Sie mal, wollen Sie da nicht eingreifen? Ich stoppe zunächst mal Ihre Redezeit, Herr Mayer. Und ich bitte wirklich auch um Ruhe, weil die wechselseitigen Vorwürfe, man habe zu spät die Anträge erhalten, ja immer unterschiedlich benutzt werden in der Rede. So, ich möchte einfach... Klar, Herr Mayer, wenn ich sage, Sie dürfen weitersprechen, dürfen Sie weitersprechen. Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den... Ich bitte auch um Ruhe und Aufmerksamkeit für den Redner. Sie benehmen sich hier wie die... Können Sie das nochmal wiederholen? ...von der Antifa, das muss ich mal ehrlich sagen. Ich will hier einfach nur... Hat er... Die Kindersoldaten der Antifa? Ja, aber das ist ein Guter. Herr Mayer ist ein Guter. Warte mal. Sie benehmen sich hier wie die Kindersoldaten von der Antifa. Mach mal Pause jetzt. Alter. Ja, der sieht ein bisschen aus. Kennt ihr noch die Werbung, willst du mal einen echten Hasen sehen? Nein. Ja, also nein. Die Werbung kenne ich, aber der sieht nicht so aus. Viel mehr triggert mich die Brille von Kubiki. Warum? Aber die sehen sie nicht. Weil die...
weil die so weit unten ist. Das ist eine Lesebrille. Ja, aber oder? Ich finde, das trotzdem triggert mich sowas. Ich finde das ganz komisch. Ihr braucht das einfach, wenn man nach unten guckt. Wenn ich meine Brille so weit nach vorne ziehe, dass sie quasi so weit vorne ist wie bei Kubiki, dann ist dieser Nasenbügel, der klemmt meine Nasenflügel ein. Ich kann schlechter atmen. Das ist super scheiße. Okay, nee, so krass finde ich das jetzt nicht. Aber, also wenn du mal überlegst, die ist ja nur zum Lesen. Ich finde das ganz schlimm. Das heißt, für die Sachen, die vor dir liegen, die könnte ich jetzt besser lesen, während ich, wenn ich jemanden da angucke, den ich zurechtweisen muss und Order machen muss, den würde ich ja so sehen, weil ich brauche ja nur die Lesebrille. Das heißt, Kubiki... Ganz aufziehen kannst du die ja nicht. Das heißt, das macht Sinn. Wieso kannst du die nicht ganz aufziehen? Weil du doch sonst, die ist doch nur zum Kurzgucken. Ja, der sieht doch sonst nicht die Leute im Plenarsaal. Ja, eben. Alter, das ist ja... Der hat so viel Geld, soll er sich die Augen lasern lassen. So nämlich, Herr Kubiki. Lass dir doch die Augen tasern, Herr Kubiki. Bitte. Lass sie mir die Augen tasern. Ja, genau, er soll sich lieber die Augen tasern lassen. Ja. Das ist noch besser. Okay. So. Muss ich mal ehrlich sagen, ich will hier einfach nur reden. Nächste Richter, ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Bijan Dir Sarai für die FDP-Fraktion. Ja. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Namen haben Sie auch perfekt ausgesprochen. Es ist in der Tat ein häufiger Name im Rheinland. Ich komme aus Bayern. Als nächstes Frau Selim Dagdelen. Darf ich eine kurze Vorbemerkung machen? Ich bin neu in diesem Parlament, wie Sie wissen. Sollte ich einen Namen falsch aussprechen, dann ist es der Tatsache geschuldet, dass ich... nicht nur Norddeutscher bin, sondern es trotz meiner Bemühungen mir nicht gelungen ist, die gesamten Mitglieder dieses Hohen Hauses in mein Bewusstsein aufzunehmen. Es kann aber auch an der Schrift des Schriftführers liegen. Aber bitte weisen Sie mich darauf hin. Frau, das ist immer gut. Dagdelen, ist das richtig? Dadelen. Ganz weich. Aber das sehe ich Ihnen nach, Herr Präsident. Kein Problem. Das heißt, Schäuble und Kubiki teilen sich das, oder ist weg und Kubiki ist das jetzt? Schäuble oder? Ist Bundestagsvorsitzender und alle anderen Fraktionen stellen, außer der AfD aktuell, stellen einen Vize. Und die teilen sich die Arbeit. Ach so, das heißt, Claudia Roth macht das mal, Kubiki für die macht Grün, das mal. Für die FDP. Und Schäuble SPD ist hat aber... Keinen. Ja, die SPD weiß ich gerade gar nicht, wer macht. Und Schäuble ist der Bundestagspräsident. Ah. Norbert Lammers Nachfolger. Ich werde nun die Bundesministerinnen und Bundesminister in der Reihenfolge der Ministerien zu mir zum Verteidigungs-, zum Vereidigungs-, es heißt, ja, da freuen Sie sich. Vereidigungsmikrofon. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse, für Ihre visionären Betrachtungen. Ich glaube, der ist von der SPD. Zur Rolle des Rotweins im zukünftigen Straßenverkehr. Man merkt Ihnen an, dass Sie bisher Berichterstatter für den Bereich Kultur gewesen sind. Ich sehe einige Belustigungen über die Erscheinungsform des Präsidiums. Für den Sonnenschein, der uns hier gerade bestrahlt, sind wir nicht zuständig. Noch nicht. In dieser Runde. Aber bevor ich Ihnen das Wort erteile, will ich noch einmal meine Bitte äußern. Geben Sie auch dem letzten Redner in dieser Runde die Chance, gehört zu werden. Sie haben noch gar nicht das Wort, Herr Kollege. Ich wollte aber was trinken, gerne. Ja, wir sind aber hier eigentlich nicht eine Selbstbedienung. Also ich wollte ja versuchen, dass sich die Kolleginnen und Kollegen setzen, Platz nehmen. Herr Vizepräsident Kubicki, würden Sie bitte so liebenswürdig sein? Nice. Aber ich nehme ihn nur, weil er Vizepräsident ist. So, Herr Kollege Röspel, Sie haben jetzt das Wort als letzter Redner in dieser Runde. 18:07 schon Feierabend, oder was? Ich wollte ja nur Zeit sparen und schon mal hier hingehen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Freitag. Oh, da ist aber eine kleine Runde gerade. Dass Sie eine Zwischenfrage nicht zulassen, weil sie unzulässig ist in der aktuellen Stunde. Mir ist das bekannt, aber es war mir nicht mal mein Bewusstsein, vor allen Dingen, weil eine Wortmeldung aus der FDP-Fraktion mich erschüttert hatte. Das Wort
Voll der Eindiss. Ja, und Scheiß. Das hatte ich mir auch gerade. Das Wort hat der Abgeordnete Detlef Seif, CDU-CSU. Wo ist er denn? Nein, CDU-CSU. Ja, wir beraten aber, also gut, ich meine, so ist es geregelt. Wir beraten eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses, Herr Kollege. Wenn Sie das Wort nicht nehmen wollen, kann ich Sie nicht zwingen. Um Gottes Willen, Herr Präsident. Das ist jetzt so hochgegriffen. Also nehmen Sie einfach das Wort, Sie haben es. Bitte sehr, Herr Kollege Seif. Herr Kollege, erlauben Sie zunächst eine Zwischenfrage der Kollegin Göring-Eckardt. Und wenn ich das richtig gehört habe, haben Sie scheißegal gesagt. Das ist ein nicht parlamentarischer Ausdruck, jedenfalls zu Zeiten, wo die Kinder noch Fernsehen gucken. Dann möchte ich mich für den Ausdruck entschuldigen, aber meine Kinder gucken auch nicht. Frau Göring-Eckardt hat die Zwischenfrage. Wo? Ah. Nächster Redner, der gelobte Michael Leute für die Fraktion Die Linke. Jetzt liegt die Latte hoch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also heute Abend ist ja kein Fußball und da werde ich mir mal ein paar Gedanken über meine politische Zukunft machen. Und bis dahin versuche ich mit der Rede jetzt mein Standing in meiner Fraktion etwas zu verbessern. Oh je. Also, ich liebe Bayern und ich bin nicht nur in der Regierung, sondern aus tiefstem Herzen Bajuware. Bitte unterstehen Sie sich, mich in eine wie auch immer geartete Leitkultur zu pressen. Dann wird das was für uns beide. Vielen Dank. Der spricht überhaupt nicht wie Bayer. Ja, der kann ja auch nicht Hochdeutsch. Nee, die müssen die reden alle immer nur so, dass die nicht verstanden. Als ob der da hier der Seedorfer da, Seehofer. Seedorf, Alter, ich hab zu viel Clarence FIFA Seedorf gespielt, Alter. Der Seehofer das kann. Ja, natürlich, die meisten Bayern können dialektfrei sprechen. Die meisten Deutschen, die ein Dialekt sprechen, können halt auch dialektfrei Hochdeutsch. Glaube ich nicht. Okay. Argumentation beendet. Können alle keinen Deutsch. Ich würde schon gerne mal da reden, oder? Glaube ich nicht. Was denn? Glaube ich auch nicht. Herr Kollege Föst, ich weiß zwar nicht genau, was als eine Leitfigur eines Bajuwaren ist, aber wir werden das genau studieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, Uli Hoeneß. Der Präsident hat gewechselt, was bringt, hat gewechselt. Die Kollegin Roth hat dem Kollegen Ernst eine Kurzintervention zugesagt, dem schließe ich mich an, da beim letzten Tagesordnungspunkt als bekennender Porsche-Fahrer nicht zu Wort kam, sollten wir das jetzt gestatten. Herr Kollege Ernst, Sie haben für eine Kurzintervention das Wort. Bundeskanzlerin, Sie haben über den Europäischen Rat gesprochen, dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich dankbar. Oder war die Glocke? Wofür haben die nochmal die Glocke? Ja, für Ruhe. Ja, statt dem Hammer. Order. Order. Okay. Da muss nicht so schreien. Ich frage mich gerade, ob sich Scholz freut, dass er noch Puls hat. Mann, ich lebe noch. Oh, alles okay. Ich bin doch nur eingeschlafen. Kurz vorm Einschlafen ist. Bin mir nicht so sicher. Hacke sieht auch. Dafür bin ich dankbar. Da kann man richtig benennen. Also Herr Schäuble, ich genieße die Lebhaftigkeit hier im Parlament. Ich weiß schon, Herr Kollege Lindner, jeder Redner voll hat die gleichen Rechte. Also Sie haben auch das Recht, dass Sie in der Bundestag zuhören. Ja. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Bevor ich dem Kollegen Georg Steuerhahn das Wort erteile, will ich darauf hinweisen, dass das Petitionsrecht bereits in der Bibel verankert ist. Psalm 50, 15 lautet: Bist du in Not, so rufe mich an. Und nun erteile ich das Wort dem Kollegen Georg Steuerhahn. Wow. Boah. Mann, what the Alter. Fuck? Boah, ich will auch mal ein Bundestagspräsident sein. Alter. Ich habe aber manchmal das Gefühl, weißt du, die ganzen Leute, die da mal alle sitzen, wenn du mal überlegst, weißt du, die kommen aus dem Studium und dann sitzt du da. Das ist doch eigentlich jeden Tag wie Uni, oder? Guck dir den Gaul mal an, der kommt gerade aus dem Studium. Nee, aber bei manchen Leuten, weißt du, so, das ist doch immer wie Uni. Du sitzt jedes Mal in so einem Hörsaal.
Alter. Oh, guck mal, da unten Einzeltisch. Ja. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Beitrag des Präsidenten macht ja deutlich, wie die Zusammenarbeit in der FDP-Fraktion ist. Hätte er dir ja auch mal sagen können, ne? Manfred. Der Petitionsbericht 2017... Herr Kollege Steuern, ich wusste nicht, dass wir so weit zurückgehen im Petitionsbericht. Der ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalitionsfraktion gegen die Stimmen der AfDP und... AfDP? FDP. Wie war's? Alter, was ist da los? Haben dagegen gestimmt und Bündnis 90 die Grünen und die Linke haben sich enthalten. Haben sich enthalten. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ja, 6 Fraktionen sind halt 6 Fraktionen, nicht? Hat er erstmal schön die AfDP so genannt. Finde ich lustig. AfDP. Finde ich lustig. Neue Partei. Ein kleiner Hinweis, weil die Kollegin Stamm-Fiebi schon durch Zeichen darauf hingewiesen hat. Bei der Rettungsgasse sind nicht nur alle links, sondern es muss auch links und rechts gehen. Als nächstes, erteile ich das. Oh Gott. Wir meinen das jetzt nicht ideologisch, sondern faktisch, Frau Kollegin. Was ist er denn? Das heißt, ich muss korrigieren, der letzte Redner vor Sonnenaufgang. Der letzte? Danach geht's weiter. Der letzte vor Sonnenaufgang. Ja? Okay. Liebe Herr. 1:08 Uhr? Ja. Ich hab schon öfter so Sachen. Ja, das ist voller, als wenn da 17:30 ist. Ja, ohne Scheiß. Wenn da wichtige Sachen sind, kommt schon mal vor. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, die Stunden sind ja vorgerückt. Manchmal fragt man sich, ob das alles so sein muss, sage ich auch ganz offen. Oh Gott. Ich würde gehen schlafen. Herr Kollege Thies. Ich gehe davon aus, dass Sie sagen wollten, dass das Rauchen aus öffentlichen Gebäuden ausgeschlossen worden ist und nicht die Raucher. Und wenn ich mir die Stimmung hier im Saal so anschaue, dann sollten wir vielleicht immer nachts tagen. Das ist, Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Präsident des Bundestags habe ich eine gewisse Fürsorgepflicht für die Stenografen. Und da ich in meiner Jugend einmal einen Schnellsprechwettbewerb gewonnen habe, bitte ich daran zu denken, dass unsere tüchtigen Mitarbeiter auch in der Lage sein müssen, es alles gut zu notieren. Heißt das, Wolfgang Schäuble war der Rap-God in seiner Jugend? Ja, seiner Zeit, ja. Junge. So ungefähr. Ich bin MC Schäuble, Junge. Nice. Ich zeig's euch jetzt. Das hätte ich gerne mal gesehen. Genau so ungefähr wird das abgegangen sein. Unsere tüchtigen Mitarbeiter auch in der Lage sein müssen, es alles gut zu notieren. Es ist gerügt worden seitens der AfD-Fraktion, sie seien als Rechtsradikale bezeichnet worden. Dies ist im Rahmen der Meinungsäußerung zulässig. Ob es zutreffend ist, habe ich nicht zu bewerten. Genauso wie auch die Fraktion der Linken sich gelegentlich im Vorwurf des, aussetzen muss, sie seien Linksradikale. Nochmal, das Zutreffende ist nicht meine... Auch dieses könnte ich jetzt bewerten, aber das mache ich nicht, Herr Kollege Birkenfeld. Ja, vielen Dank, Herr Oellers. Und bevor ich den nächsten Redner aufrufe, mache ich nun meinem Thomas Hitschler einen kleinen Gefallen, weil hier im Raum befindet sich seine Gruppe vom Trifels-Gymnasium aus Annweiler. Er weiß aber nicht, wo sie sind. Irgendwo werden sie schon sein. Ah, sie sind also doch noch hier. Wir waren uns nämlich nicht sicher. Ja, Ihnen allen auch einen schönen Abend. Wait, kann man sich da grüßen lassen? Sollen wir das? Ich würde auch gerne mal ich würde mal grüßen lassen. Kannst du mal Hallo sagen? Ihr Pizmeet ist gerade hier. Woo! Ja, und Scheiß. Meinst du, da gibt es so Dinger wie Frank Zander, der hat auch gesagt, Ursula, dieses Lied ist nur für dich. So, dann machen wir das auch mit Joy. Die nächste Rede ist nur für Pizmeet. Ihr wohnt doch in Berlin, ihr könnt das doch mal machen. Sagt, ihr habt eine Schulklasse und dann sagt er Herr Bramm und Herr Smits. Ich finde, wir können doch mal zusammen hingehen. Ja. Und dann schreien wir einfach. Nee, das nicht, dann werden wir wieder rausgeschmissen. Das brauchen wir nicht. Wieder rausgeschmissen. Ja, ich weiß doch, wie wir extra bleiben. Ich schmeiß einfach einen Taser-Richtung in die, Schäuble-Richtung. Echt, wir waren schon mal irgendwo nicht. Ja, im Extrablatt. Da, wo Peter früher gewohnt hat in Köln. Ja, da weiß ich nicht mehr, wie das passiert ist. Irgendeiner hat draußen auf der Straße rumgebrüllt. Ja, weiß ich auch nicht. Was denn?
Aha, ja. Da sitzen sie ja alle. Guck mal, wie gespannt. Ja. Die haben richtig Bock. Die vierte von links in der ersten Reihe. 22:23 Uhr noch beim Bundestag zu sitzen, anstatt halt in ihrer, keine Ahnung, Studienfahrt allen abends zu saufen. Da hast du richtig Bock, schön im Bundestag zu sitzen. Geil. Okay, also ihr habt vielleicht mitbekommen, ich hatte gerade ein kleines technisches Problem, aber alles gut. Alles gut, wir machen wieder bei der Gruppe weiter. Wir machen bei der Gruppe weiter. Ja. Meine Bildschirme waren gerade dabei. Ich finde das cool, da mal im Bundestag zuzugucken. Ja, aber du willst. Habt ihr das noch gehört, das mit dem Saufen? Ja, ich meine, die wollten lieber saufen gehen um 20 nach 10. Ja, ja, aber die sehen, guck mal, die sind doch auch erst 14 oder so. Was? Na, Quatsch doch nicht. So was finde ich mal schwierig. Na, gefühlt hätte ich gesagt, die sind so 17. Echt? Ich hab Bock auf Saufen. Ja. Und selbst wenn die 14 sind, Bram, ist das ein Unterschied? Ja. Mit 14 haben vielleicht nicht alle Bock auf Saufen. Ja, okay. What? Ich hab, als ich 14 war, habe ich noch keinen Alkohol getrunken. Ich auch nicht. Ich verurteile dafür keinen, der es getan hat, aber es gibt Leute, der hat mit 14 noch keinen Bock auf Saufen. Ja, weil die es noch nicht gemacht haben. Nein, nein, nein. Also es ist schon okay. Ja. Ja, Alkohol ist tatsächlich sehr schlimm und schädlich. Ja. Darf man nicht verharmlosen. Lieber Koks. Ja, manche verbringen halt so die Abende. Gut. Siehst du? Ja. Jetzt ein Zwischenruf vorhin, den ich mit Interesse zur Kenntnis genommen habe. Das werden die alten Männer auch noch lernen. Gib mir Veranlassung zu zwei Bemerkungen. Zunächst ist aus meiner Sicht der Kollege Dr. Hocker eher ein Vertreter der jüngeren Generation. Das habe ich mir schon. Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb komme ich jetzt zur zweiten Bemerkung. Die Antidiskriminierungsrichtlinie schützt auch ältere Männer. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Berger. Ich habe Ihren erschreckten Gesichtsausdruck gesehen. Ich hoffe, das verdirbt mir jetzt nicht die Geburtstagslaune, dass Sie mich jetzt hier. Okay. Herzlichen Dank. Als hat da jemand gerufen? Mir schon. Gott. Herr Kollege Vogel, auch wenn wir beide uns mögen, wäre es einfach eine Geste, wenn Sie am Beginn Ihrer Rede das Präsidium grüßen würden. Dass ausgerechnet die Fraktion der Linken einen freien Demokraten auf dieses Stilelement hinweisen müssen, finde ich bemerkenswert. Herr Kollege Dolmetsch, wow. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Also manchmal ist das, glaube ich, ganz lustig da, aber ja. Ganz oft glaube ich auch nicht. Eben. Also wenn man die Themen, ich meine, du kannst ja zum Beispiel auch aus dem Europaparlament geht es ja auch, ne? Die haben auch einen Livestream und so, da kannst du die ganze Zeit zugucken. Ist jetzt nicht so, als wäre da wie in eine Comedy-Arena. Ich meine, je nachdem, wie man die Beschlüsse sieht, die da gerade verhandelt werden, aber das ist jetzt da nicht immer so, als würden die da Kabarett machen oder so. Naja, und deswegen gibt es halt solche wunderschönen Kanäle, die halt das Best-of zusammenschneiden und damit die interessanten Sachen halt quasi als YouTube-Video zusammenschneiden. Ich frage mich, der Bundestag, der streamt ja auch live, richtig? Ja, ja, ja. Das heißt, irgendjemand muss ja dafür abgestellt worden sein, ne, weil ich meine, überlegt mal, wer da sitzt, ne, die dann gesagt haben, ey, Jungs, du guckst jetzt dafür, dass den ganzen Tag der Livestream läuft. Meint ihr, da sitzt den ganzen Tag, also das ist eine Vollzeitbeschäftigung? Da das sitzt der Klippen. Hey, ach so, du meinst, weil wir jetzt auf Bundestag? Nein, dass der Bundestag einen Livestream hat. Das, ja, ne? ja, ich war ja schon mal da. Das ist eine ganze Regie, die arbeitet, das ist nicht nur eine Vollzeitbeschäftigung, da arbeitet ein ganzes Team 24/7, 365 Tage im Jahr. Ein ganzes Team, eine ganze Regie, also okay. Die einfach nur auf Play drückt? Aber die haben auch mehrere Kameraperspektiven, stimmt. Nee, genau, die wechseln auch die Kamera, damit die Namen werden immer eingeblendet vom nächsten Redner, dann werden die Tagesordnungspunkte laufen ja mit durch und so weiter und so fort. Ja, weil die Abstimmung läuft gleich und so weiter. Dann wäre mir nämlich meine nächste Frage gewesen, ob wir die nicht mal so ein Best-of schneiden können, weil die müssen sicher eher. Wie machen die das ja? Ja, vielleicht ist der Best-of-Bundestag von denen. Ja, kann ja sein. Steht also, auch Best-of-Bundestags offiziell. Ja. Achso, ja, Moment, nee, das ist aber so. Nee. Okay. Moderation. Aber da steht, hier gibt es eine Discord-Community und so weiter. Vielleicht sammeln die auch zusammen oder sowas. Ja, so wie manche Zugführer ja auch diese Zugvideos drehen. Zum Beispiel.
Naja, das war wieder ein wunderschönes React hier auf PeetsBeat TV. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis zum morgigen React oder auf einem Folgeserie, wie auch immer, auf PeetsBeat. Ciao. Also, das ist schlimm. Das ist schlecht.